Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Horizon Zero Dawn. So, und wir waren jetzt auf jeden Fall kurz vor der Abschlussprüfung, ne? Also wir werden erwachsen. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Was für eine herzliche Begrüßung. Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Ja, und hier geht's einfach weiter mit dieser Diskriminierung. Oh, was ist hier los? Was ist los, Ausgestoßene? Oder brauchst du meine Erlaubnis, um mit wahren Nora zu sprechen? Rede mit Valla. Oder reden wir zuerst mit dem Affen? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Wir reden erstmal hier. Du lässt es zu, dass Bas derart mit dir redet? Würde ich nicht. Ja. Das ist ganz allein dein Kampf. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, ne? Ach so, wenn du es treffen kannst. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Wollen wir, dass er uns leid tut? Oder sagen, dass er Angst hat? Ah, ich glaube, er hat Angst. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ja. Wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann will man nur noch ins Bett, ne? So, was willst du mir jetzt noch sagen? Sollte ich überhaupt noch mal mit dir reden? Weil ich meine, du bist so eine komische... Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Valla. Sehr erfreut, Valla. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Okay, ich will es mal gerne gezeigt bekommen. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Schlaf. Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Ja, ich würde sagen, zu weich. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Sie machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus.
Ah, da ist wieder der Latrinenwächter. Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Mich gewinnen lassen. Das ist ein Graser! Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Lasst euch nicht entkommen, meine süßen Kleinen. Na? Gut, da sind noch mehr. Ja. Und das war Nummer 3. Gut. Können wir davon vielleicht noch ein paar machen? Das sind doch alles unsere jetzt. Warum explodiert? Nein, falsche Waffe. Einmal kurz die Pfeilchen. So. Hey, 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 hey. Nicht weglaufen. Ei. Du gehörst uns. Noch mehr? Verdammt, sprinte doch, Mäuschen, sprinte. Weiß gar nicht, was wir machen müssen. Ich brauche eine Trophäe zum Weitermachen. Hä? Haben wir jetzt verloren, oder was? Was heißt, ich brauche eine Trophäe zum Weitermachen? War das jetzt eine Trophäe oder was? Ich habe keine Ahnung. Also es wurde ja nichts gesagt, dass irgendwas gemacht werden muss. Erbeute deine Trophäe. Ich glaube, wir haben verkackt. Vom Spielstand neu starten. Warum explodieren die nicht? Hoppala. So, können wir uns hier irgendwie eine Trophäe ergattern? Gut. Haben wir. Ah. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Wir haben hier doch noch ein paar mehr liegen gehabt. Hä, wo sind sie alle hin?
So, jetzt haben wir eine Trophäe. Einmal schnell Pfeile machen. Ich muss sie einholen. Und hier auch noch ein paar. Super. Nein, nicht die benutzen. Wir brauchen erstmal die. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stark aus. Du bist die Letzte. Kannst ja, von ja. Aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Nee, niemals. Zieh durch, Mäuschen. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Oh ja. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Jetzt nur noch bleib vorwärts. Jetzt da stehen. Da! Ich hier muss aufholen. Niemals! Ich sehe nicht! Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon! Wir schneller! Nicht nachlassen! Wir werden Erster! Oh, ich muss weitermachen! Die Ausgestoßene! Im alten Pfad? Ist sie irre? Gut! Ich hol auf! Sehr gut! Ausgestoßene holt auf! Wie ist sie da rausgekommen? Und jetzt? E. Jetzt mach schon, Beeilung, weiter so! Ja, mach schon, Beeilung, Aloy! Ich hoffe, wir laufen hier richtig. Wir wollen doch Erste werden. Genau. Nicht genug. Los, sei perfekt. Noch perfekter? Ey Leute, jetzt wirst du aber albern. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden oh ja. Dich nicht schlagen. Nein, werden sie nicht. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Ja. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Alter! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg! Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Okay, was sollen wir machen? Es sind zu viele. Nee, sind es nicht, Mäuschen. Und doch haben wir. Wir schaffen das nicht. Doch, schaffen wir, Mäuschen. Entspann dich. Entspann dich. Vernichte die Eindringlinge. Zehn. Und... einmal zack. Oh ja, das gefällt mir. Sie sind zu stark. Oh ja. Wir können sie und noch einen.
Ja, das gefällt mir sehr. Oh ja. Schnell, lauf drüber zum Seil. Noch mehr Opfer. Oh, verdammt. Tötet sie alle. Keine Zeugen. Die werden wir leider alle so nicht hingerichtet kriegen, glaube ich. Oder? Kämpft weiter! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Jetzt haben die mich aber gesehen. Wie viele sind das? Aua! So ist fein. Aua! Komm schon! Was ist los mit dir, Aloy? Ach so, gedrückt halten. Ja. Es sind zu viele! Wie viele sind das? Und zack! Noch welche? So, kriegen wir sie wir von hier? Das nicht. Mutter, hilf uns! Ach, da kommt man nicht hoch. Erledigt sie! Ja, erledigt mich. Versucht das mal. Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Nee, sind sie nicht. Wir können sie nicht aufhalten! Wenn ihr alle so kämpfen würdet wie Aloy, dann wäre das nicht so. Wärt ihr nicht so stark. Vernichtet die Schänder! Ich glaube, wir haben gerade alleine 10 oder 15 Viecher jetzt schon platt runter, gemacht. Solange es noch geht. Oh. Komm zurück. Ach du meine Güte. Und der Vogel auch noch. Stürmt jetzt alle vorwärts! Auf keinsten. Wenn hier einer stirbt, dann seid ihr das. Scheiße, der hat mich schon wieder gesehen. Lass uns halt mal heilen hier. Jetzt mal von hinten anpirschen. Komm. Was willst du denn schon gegen uns ausrichten? Verdammt. Jo, Junge. Oh ja. Was wollt ihr denn noch machen? Oh, schade, das ist jetzt nur einer. Gibt's da nicht, kommen da jetzt nicht noch ein paar? Ich möchte die Waffe benutzen. Komm schon. Ey, das ist voll ungerecht. Mehr kann ich nicht tragen. Wie, mehr können wir nicht tragen? Das ist so ungerecht. Wir haben gerade die coolste Wumme im ganzen Spiel gefunden. Ja. Oh nö. Sich zur Sonne, Kind.
Alter, ist das ein Freak. Oh nö. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Ach du meine Güte. Ist ja wie ein Film. Und ich quatsch die ganze Zeit rein. Okay, so werden wir ihn leider nicht wiederfinden können. Ich brauche den Fokus. Nein. Oh Mann. Gerettet. Aber das ist doch auch eine von diesen alten Höhlen, oder nicht? Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Aber dafür kannst du dich jetzt doch wieder ganz schön gut bewegen. Das ist schön. Wie sind wir eigentlich angezogen? Was haben wir da an? Das hatten wir vorher nicht. Muss ich so sagen. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir hin? Da ist auf jeden Fall... Ja, ich meine doch, das ist so ein altes... so ein alter Bunker. Meine Sachen. Gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten.
Ich sehe meinen Bogen nirgends. Mit diesem kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Bunkertür, Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Okay. Was? Tarnmetalllegierung, Zugriff nach Generkennung, Generkennung per Identscan. Okay. Ja, okay. Gehen wir mal erstmal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir unseren Bogen. Ah, okay, das ist die Latrine. Tatsächlich. Da ist die Schüssel, da ist unser Bett gewesen. Hier ist niemand. Will da nicht raus. Will unseren Bogen, aber eigentlich möchte ich wirklich unseren Bogen zuerst. Ich sollte weitergehen. Gibt's nicht. Gut, dann öffne die Tür. Jo. Ich empfange eine Art Signal. Ja, von wo? Von da. Das muss der kaputte Fokus sein. Vermutlich ein Fokus, der eine Netzwerkverbindung sucht. Die gestörte Übertragung deutet auf Schäden am Gerät hin. So. Da sind noch Brandschutztüren. Alter. Was für ein Bunker. Und ich dachte, sie dürfen nicht in solchen Gewölben rumwühlen. Leider kein Feuer, was wir nutzen können. Wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Verschlossen aus, sieht verschlossen aus. Es waren die da, mit meinen anderen Sachen. Gott sei Dank, wir können unsere Ausrüstung einsammeln. Sein Pelz ist aus Patronen. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sah mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Zed hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt es her? Von wann? %99,47 Meine Mutter. Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Okay. Es ist besser, es zu zeigen. Nee, scheiße, ich wollte gehen. Aber wie geht man hier? Geht dann halt ganz langsam. Ein Schritt nach dem anderen. Aber es sieht voll affig aus, wie die läuft, wenn sie... Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ja, ist okay. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Schon. Bitte komm einfach mit. Ja, dann geh doch mal ein bisschen schneller.
So. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ich will die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Daran habe ich auch gerade gedacht. Warum nicht auch noch verbannt werden? Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Okay, so schalte ich da unten durch. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Okay. Und was ist dein Plan? Dies hier.
Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Okay. Das sind zwei Menschen. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lenzra und Jessa. Na gut, dann rede bitte. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Mir kommt das irgendwie so vor, als hätte sie was gegen uns. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay. Ich kann überall hin? Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Verdorbene Warum Lande? Warum sind die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Genau das ist es. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Wenigstens das, ja. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat.
Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Und die Mörder? Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein, aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Danke. Nora-Gläubige. Ja. Wir wollen beginnen. Das hier ein Reinigt Feuer. Euer Herz. Ich glaube, wir holen uns Bitten erstmal ein wir bisschen um Vergebung Stöckchen. Für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Ein paar kleine Stöckchen, das wäre sehr gut. Werden wir ein bisschen die Ressourcen wieder, die wir gerade verballert haben, aufzufüllen. So. Und als nächstes suchen wir gleich ein Feuer auf. Oh, was liegt denn hier unterm Stein? Können wir dich auch aufsammeln? Oder bist du ein Stein? Gut. Unser Gebet erhört. Ja. Echt traurig. Sehr viele junge Menschen sind gerade im Sterben gestorben. Was machen wir da jetzt bloß? Aussterben? Oder neue Zeugen? Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Oh, guck mal, das ist das erste Mal, dass positiv über mich gesprochen wurde. Über Aloy meine ich. Ach du. Ach, guck mal, hier sind noch ein paar. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Genau, genau. Du hast vollkommen recht. Man kann nie wissen, wann man das alles braucht. Aber ich bin glücklich, dass wir es dabei hatten. Ja. So. Lebt der Latrinenwächter eigentlich noch? Und da drüben war noch was Kleines für uns. Ich sollte meinen Atem für die Hülle aufsparen. Sie ist unsere letzte Hoffnung. Die Urmutter wird uns leiten. Das ist ja nicht. Ich weiß es. Dachte schon. Ja. Ich dachte, du wärst jetzt unser neues Feuer. Ganz kleines bisschen gewachsen. Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Hör dich immer noch. Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ja, bin ich. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Gerüchte? Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Ja. Macht mir das Tor auf.
Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Gefährlich da draußen? Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Mhm. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßener, so in der Art. Ja, ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin, sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ich muss jetzt gehen, Tab. Die Urmutter sei mit dir. Noch ein freundlicher Mensch. Was soll's? Wir sind in diesem Loch. Nichts kann sich uns dazu bringen. Ja, ja. Setz den Bericht vor. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben. Ja, ich bin ja nicht mehr ausgestoßen, ihr Opfer. Dass alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, die Kiste wollen wir auch noch haben. Wer ist Mann? Waren uns seine Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war. Die Kiste nehmen wir auch noch mit. Komm. Das Stöckchen entwischt uns auch nicht. So, Medizin ist voll, das ist schon mal sehr gut. Gut. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Ja, alle wahren Nora und wir. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ich muss durch das Tor. Du, ihr Opfer. Ach, und guck seit mal. Wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Fast hätte ich dir einen Pfeil reingejagt. Und du bedrohst mich, auch noch vor Zeugen. Mhm. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Ich bin zur Sucherin geweiht. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Du bist ein Niemand. Wenn du Tirsa und Jezza für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so oft, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin, also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Mhm. Der Dämon!
Es sieht ganz danach aus, als würde diese Folge eine etwas größere Überlänge kriegen. Beide Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Oh oh. Was hast du hergelaut, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Ja. Okay. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Voilà. Ja. Aua. Lauf erstmal, Elo. So. Diese Arschbeule können sie auch mit platt machen, hoffe ich. So, probieren wir mal Feuermunition aus. Alter, das trifft mich ja immer. Das Viech ist überhaupt nicht allergisch gegen Feuer. Hallo? Scheiße. Ja, das hat uns doch noch erwischt. Alter, das Viech geht richtig ab. Komm, noch ein bisschen. Es scheint wohl doch allergisch gegen Feuer zu sein. Und nicht so, wie wir es. Komm, heil dich mal. Was soll das jetzt? Was? Krieger, macht euch bereit! So, ist das jetzt so vielleicht ein bisschen besser? Oh, Feuer, das war Nummer 4, ne? Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer so. Auf! Sie sind verrückt geworden! Ja, komm. Aua! Wo ist das jetzt effektiver? Alter, Alter. Warte. Vor mir gibt's keinen Kopf. Achso, es hat noch nicht gereicht, ja? Es hat noch nicht gereicht. Jetzt, jetzt. Jetzt haben wir es. Auf diese Stelle zielen. Aua. Scheiße, wir stecken fest. Abriss. Aua. Komm schnell.
wir das Ding noch abgeschossen. Ja, du siehst schon echt nicht mehr gut aus. Hat er mich trotzdem noch erwischt. So, und noch ein Knall. Erledigt! Was ist mit dem? Was ist mit hier? Alter, was ist hier los? Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Alter Falter. Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Mhm. Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Cool. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Wow. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Alles klar. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Okay. Ich verstehe schon. Da gibt es noch ein bisschen was Frisches. Ja. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja. Hat man ja gerade gesehen. Einmal kurz voll gemacht und gleich wieder leer gemacht. So. Jetzt gehen wir mal zum Feuer und speichern endlich ab. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. So. Ich bedanke mich noch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.